Ich bestelle den besten Donut und... Ich hätte gerne den schlechtesten Donut. Du errätst nie, welcher besser war. Oder am wenigsten beliebt, so nach deinem Gefühl. Nachdem ich erstmal verwirrt angeschaut wurde, fragte sie einen anderen Mitarbeiter. So nach Gefühl einfach. Doch dann mischte sich eine fremde Frau ein. Wenn sie die hasst, dann nehme ich die. Jetzt geht's zum anderen Dunkin' Donut. Auf geht's zum zweiten Laden. Gibt's überhaupt einen zweiten? Ich machte mich auf den Weg. Laut Google Maps bin ich schon dran vorbeigelaufen. Hier ist jetzt stattdessen eine Pommesbude. Gut, dass es noch einen dritten Laden gibt. Perfekt. Na dann wollen wir mal. Hoffentlich hat der noch offen. Der Laden sieht schon mal klein und süß aus. Den besten Donut, der sich so am besten verkauft. Was? Ich bin eigentlich offen für alles. Dann wurde ich etwas beraten. Oder weißt du was? Such du einfach aus. Das, was du sagst, so schmeckt ja sicher. Jetzt blieb mir nur noch eins zu tun. Einen Platz zum Essen suchen. Erst hole ich den besten Donut raus und jetzt den schlechtesten. Also beiße ich erstmal von dem ab. Mein Gesicht spricht für sich. Sieht deutlich besser aus. Richtig viel Zucker drin. 2,7 von 5 Sternen. Und jetzt der bessere. Hier habe ich auch einen kräftigen Bissen genommen. Okay, deutlich besser. Beide haben 3 Euro gekostet. 4,5 von 5 Sternen. Damit du auch einen Donut kriegst, abonnier.